wenn du weißt, was deine Talente sind, deine Fähigkeiten sind, deine Motive sind und deine Wünsche kennst, dann hast du dein inneres Kraftwerk. Und wenn du das freilegst, dann hast du 400 PS, die für dich arbeiten. Greater. It's in you. Bei mir geht es um Magic Moments, um meine Magic Moments und um vielleicht eure Magic Moments. Magic Moments, da kann man vielleicht denken, hey, das ist der Moment, wo ein Heiratsantrag in der Karibik gerade gemacht wird. Oder vielleicht live dabei bei der Geburt des Kindes. Oder die Klappe geht auf beim Fallschirmsprung und ich bin jetzt gleich soweit. Das sind auch Magic Moments, um die geht es heute aber nicht. Die Magic Moments, von denen ich spreche, das sind Magic Moments, die Hinweisschilder für euch sind, ob du noch on- oder offroad auf deinem Lebensweg bist. Oder die Wegweiser sind, ob das deine Bestimmung ist oder nicht. Und es könnten auch Entscheidungsverstärker sein, wenn es rüttelig wird auf der Piste und man das Gefühl hat, oh, jetzt wäre es besser, mal woanders abzubiegen. Von diesen Momenten will ich sprechen und ich würde mich freuen, wenn ihr drei von meinen Magic Moments miterlebt, mitbegleitet und auch die Botschaften daraus vielleicht mitnehmt. Und wir steigen ein mit dem ersten Magic Moment. Da drehen wir das Rad der Zeit zurück in das Jahr 1980. Da bin ich 15 Jahre alt, die Mofa-Zeit. Und ich bin gerade in der Lehre als Werkzeugmacher. Erstes Lehrjahr, kurz vor Ende der Probezeit. Wieso überhaupt Werkzeugmacher? Kurz am Rande. Meine Mutter hat mich mit 16 gekriegt als uneheliches Kind. Deswegen gab es nur ganz kurz meinen Vater als Freudenspender und ich bin dann bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und Opa und Oma, ihr wisst vielleicht, wie das ist mein Held gewesen, mein Opa. Also mein Idol. Und deswegen, der war Werkzeugmacher, der konnte alles reparieren. Und ich wollte dann auch Werkzeugmacher werden. Also ich bin in dieser Lehrwerkstatt an einem Freitagnachmittag 15 Uhr und bin gerade dabei, Maschinen zu putzen. Zwei Stück, weil ich parallel zu meiner Arbeit am Schraubstock noch an den Maschinen gearbeitet habe. Während meine zwei Mitstreiter, zwei Mitauszubildende, die haben einfach nur ihren Schraubstock zu reinigen gehabt und waren schon fertig und gelangweilt. Und das war der Moment, wo es mir gereicht hat. Da hat es mir echt gereicht. Ich habe mich ausgebeutet gefühlt. Ich arbeite im ersten Lehrjahr in den ersten drei Monaten an zwei Maschinen gleichzeitig. Ich habe sonst nichts gelernt. Es waren so Auftragsarbeiten und da war es genug. Ich wollte nämlich jetzt an die Schule, wo mein Opa seinen Maschinenbauer oder seinen Werkzeugmacher gelernt hat. Es war für mich völlig klar, das will ich. Aber diese Maschinenbauschule, die hat leider im September schon begonnen. Wir hatten November. Zweitens gab es eine Aufnahmeprüfung im Juni, da war ich nicht dabei. Und drittens ist diese Maschinenbauschule 260 Kilometer weg gewesen von dem Wohnort. Deswegen habe ich die Ausbildung auch in so einer kleinen Klitsche gemacht. Aber für mich war klar, ich will dorthin. Deswegen bin ich beim Nachhauseweg mit meinem Mofa an der Telefonzelle. Ihr wisst noch, die gelben Dinger mit den Wählscheiben und Münzen so, die gab es früher. An der Telefonzelle Boxenstopp gemacht und habe als erstes meine Mutter angerufen und habe zu ihr gesagt, Mama, ruf bitte am Montag gleich in der Firma an, ich kündige, ich gehe da nicht mehr hin. Zweiter Anruf war meine Tante in Ansbach, dort, wo die Maschinenbauschule auch war. Zu der habe ich gesagt, du, ich komme am Wochenende vorbei, wenn es für dich passt und würdest du mich begleiten, wenn ich vorstellig werde beim Direktor am Montag. So war es dann auch. Montagmittag, Audienz beim Direktor, ich in Begleitung mit meiner Tante. Der Direktor, Sadowski hieß der, sehr freundlich, hat uns dann in sein Büro gebeten und hat gesagt, ja, was kann ich denn für dich tun? Und ich gleich, ich will an diese Schule, da war mein Opa schon, da lernt man was. Dort, wo ich jetzt bin, lerne ich nichts, da fühle ich mich nur ausgebeutet und deswegen will ich an diese Schule. Der Direktor, gleich so, Hände verschränkt, sagt, ja, wie ich mir das denn wohl vorstelle. Die haben im September schon begonnen mit dem Unterricht, außerdem gab es da Stoff für mittlere Reife. Das heißt, ich kam ja von der Hauptschule, da ganz neuer Stoff. Und Aufnahmeprüfung gab es auch, da war ich nicht dabei. Und nächstes Jahr gerne, dieses Jahr kannst du vergessen. Nächstes Jahr wieder. Und dann kam mein Magic Moment. 15-jähriger drei Käse hoch, sitzt gegenüber dem Direktor auf dem Stuhl, sitzt wieder richtig hin, schaue ihm klar in die Augen und sagt zu ihm, ich möchte ein Angebot, wie ich jetzt an diese Schule gehen kann. Und zwar dieses Jahr. Vorher verlasse ich diesen Raum nicht mehr. Daraufhin der Direktor etwas entrüstet, also sowas ist mir noch nicht passiert. Dann ist er aufgestanden, hat zwei Runden gedreht, Fenster rausgeguckt. Und dann sagt er zu mir, okay, du fängst aber morgen schon an, damit du den Stoff aufholst. Und wenn du ihn bis Ostern aufgeholt hast, dann darfst du bleiben. Wenn du aber Ostern hinterherhängst, dann möchte ich, dass du gehst, ohne so eine Szene wie jetzt. Ist das okay? Ist okay. Also, die Botschaft von dem ersten Magic Moment ist, wenn du etwas wirklich, wirklich, wirklich willst, dann wird das Universum den Weg frei machen, damit du durch kannst und es realisieren.
Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, wenn ich was wirklich, wirklich, wirklich will. Ja, 100. Nicht ja, vielleicht. So wie bei Yoda, do or do not, there is no try. Ja, 100. Wer kennt es aus seiner eigenen Erfahrung, wenn ich etwas wirklich, wirklich, wirklich will, dass das umgesetzt wurde? Bei den anderen kurz die Frage, wie habt ihr laufen gelernt? Da will man ja auch etwas wirklich. Also jedenfalls erste Botschaft, ja, 100 und dann geht es davon. Ab dann ging es richtig rasant weiter. Ich habe den Stoff schon aufgeholt bis Weihnachten, glücklicherweise, und war dann am Ende sogar einer der Besten der Schule, ist aber nicht so wichtig. Habe dann weitergemacht in der Schule, habe gleich mittlere Reife, nach der mittleren Reife Abitur gemacht, Berufsoberschule, habe studiert, parallel dazu Rhetorik studiert und auch die Berufswahl war relativ easy. Ich wollte Vertriebsingenieur werden, wo ich das Rhetorische und dieses Technische verbinden konnte. Deswegen bin ich dann einfach spontan mal bei so einem großen Elektrokonzern mit S am Anfang vorbeigeschneit. Ich bin ins Foyer hin und habe gesagt, ist da jemand, mit dem ich sprechen kann, der mir Aussage machen kann? Ich möchte gerne mich informieren, wie das so als Vertriebsingenieur ist, damit ich dann einen Einblick kriege. Dann haben sie mich gleich da behalten, also eingestellt. Und dann war ich Vertriebsingenieur. 2 Jahre später schon im Außendienst und war dann gut unterwegs als sehr junger Ingenieur im Außendienst für Anlagentechnik, Brand- und Einbruchmeldetechnik. Und damit ihr ein Bild davon bekommt, wie das ausschaut, das führt uns zum zweiten Magic Moment. Sieht so aus. Du kommst am Montag früh ins Büro, hängst deine Klamotte, also deine Jacke, hängst du an die Garderobe auf und du hast 10 Meter bis zu deinem Schreibtisch. Diese 10 Meter kommt sofort der erste Monteur und will was wegen der Baustelle. Dann kommt der zweite Monteur und will was wegen der Baustelle. Dann kommt die Sekretärin und will was wegen dem Angebot wissen. Und dann kommt der Kollege und sagt, du musst mir unbedingt helfen beim Leistungsverzeichnis. Da brauche ich dich unbedingt. Und vielleicht hast du dann noch einen Kundentermin. So sieht der Montag aus, kurz bevor es losgegangen ist. Und das heißt, du hast 30 Projekte gleichzeitig an der Backe. Du bist so ein Feuerwehrhauptmann, Grisou für 30 Projekte. Spannend. Und sie lacht da. Wenn du im Urlaub wiederkommst, dann findest du keinen Schreibtisch mehr. Es gab damals diese grünen Telefonrückrufzettel, dringend, sofort zurückrufen. Und da waren ganz viele über deinem Schreibtisch, sodass du die kaum mehr wiederfinden konntest. Und am Sonntagnachmittag, so war es bei mir zumindest, bist du zu Hause und machst dir schon die ganze Zeit den Kopf, ey, was ist am Montag alles zu tun, was ist da an, was steht da alles an? Und an so einem Sonntagnachmittag laufe ich an meiner Wohnung am Spiegel vorbei und schaue so in mein Spiegelbild und dann fragt mich dieses Spiegelbild, hey, soll das jetzt dein Leben gewesen sein? War es das jetzt bis zur Rente? Genauso. Und dann kam ganz tief aus meinem Bauch, nee, das ist nicht bis zur Rente, das mache ich bestimmt nicht bis zur Rente, das fühlt sich jetzt schon so tot an. Und wenn ich das noch weitermache, das ist nichts für mich. Also war klar, ich will was ändern. Dann habe ich mir eine Liste gemacht und da stand drauf, was kann ich, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Motive, was sind meine Wünsche. Und diese Liste liest sich sehr spannend. Auf jeden Fall war klar, ich wollte was ändern. Deswegen erste Adresse, direkt der Chef, zu ihm gesagt, ich würde gerne das ein oder andere ändern. Und er sagt zu mir, Sie wissen ja, wie das bei uns im großen Elektrokonzern so ist. Das war schon immer so. Und Sie sind jetzt ganz neu hier. Sie gewöhnen sich schon dran. Ein paar Jahre, dann geht es Ihnen auch nicht mehr so. Ist alles gut. Wenn Sie aber dennoch was ändern wollen, verstehe ich das ja, dann können Sie gerne zum Abteilungsleiter gehen. Das ist für mich fein. Aber ich bleibe draußen. Ich bin da außen vor, weil ich habe nur noch 2 Jahre und da hänge ich mich nicht mehr rein. Okay. Nächste Adresse, Abteilungsleiter. 90 Mitarbeiter unter sich, der hat mich dann auch freundlich empfangen, gesagt, ja, verstehe ich alles, erinnere ich mich, wie es bei mir mal war, kann ich gut verstehen. Aber bei diesem großen Elektrokonzern ist es so, der strukturiert alle 2 Jahre um und da ergeben sich immer wieder neue Chancen. Und vielleicht halten Sie einfach nur mal die Füße still und haben Geduld und warten, bis da neue Chancen da sind. Es gehen immer Türen auf. Wenn Sie aber dynamisch sind, was ich ja war, und woanders hinwollen, dann möchte ich Ihnen nur einen Ratschlag geben. Wenn Sie wieder einen Konzern wählen, dann ändern Sie vielleicht nur das Firmenlogo, aber die Konzeption dahinter bleibt die gleiche. Also vielleicht überlegen, ob ein Konzern das sinnvoll ist, eher nicht. Ja, dann bin ich zu meinem Spiegelbild nach Hause gegangen und habe so Zwiesprache gehalten. Und dann habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben, ohne zu wissen, was ich mache. Ich habe einfach gekündigt. Meine Freunde haben gesagt, du spinnst. Meine Familie hat gesagt, ey, wieso hast du denn jetzt so lange studiert, wenn du hier nicht weißt, was du machst? Das ist verrückt. Aber die Entscheidung war goldrichtig. Das hat mir dann auch mein erster neuer Arbeitgeber, also ich war dann selbstständig als Seminartrainer und war dann bei einer Bank, habe mich dann vorgestellt, 160 Mitarbeiter, Abteilung für Weiterbildung, die Frau Lombardia hat mich empfangen und gesagt, was willst du denn so machen? Und sage ich, ich möchte gerne Office-Training machen, so Word, Excel, PowerPoint. Das stelle ich mir vor. Dann fragt die mich, haben Sie Referenzen? Und ich, Referenzen? Ja, waren Sie schon mal irgendwo? Nee, ihr seid die Ersten.
Ja, wieso sollen wir denn mit dir da diese Schulungen machen? Dann habe ich schon gemerkt, der Weg wird jetzt holprig, da brauche ich eine andere Strategie. Dann habe ich gefragt, habt ihr Lust auf ein Experiment? Wie Experiment? Ja, ihr schickt mal 6 Leute, wir machen 2 Tage Unterricht und danach unterhalten wir uns. Und wenn es nichts war, braucht auch nichts bezahlen, dann war es ein Versuch, dann haben wir beide was gelernt. Und wenn es was war, können wir uns unterhalten, wie es weitergeht. Okay, machen wir. Haben sie dann gemacht. Nach diesen 2 Tagen, wir haben Excel gemacht, hatte ich dann eine Audienz beim Chef. Also nicht mehr Abteilungsleitungsbildung, gleich Direktor. Und der, nach der kurzen Begrüßung, fragt er, was haben Sie mit meinen Mitarbeitern gemacht? Ich? Wieso? Ja, die sind ganz durch aus dem Häuschen, die schwärmen so von dem Kurs, das war doch bloß ein EDV-Kurs. Sag ich, ja, es war ein EDV-Kurs. Wir hatten begonnen mit der Schuhschachtel, weil das die Excel-Zelle symbolisiert, weil wenn man auf Entfernen drückt, löscht man ja nur die erste und die dritte Schicht, die anderen bleiben erhalten. Und er, vielleicht sollte ich auch mal einen Kurs bei Ihnen machen. Ich hatte meinen ersten Auftrag mit 160 Mitarbeitern und es ging rasant so weiter. Das heißt, die Botschaft für den zweiten Magic Moment am Spiegel heißt, wenn du weißt, was deine Talente sind, deine Fähigkeiten sind, deine Motive sind und deine Wünsche kennst, dann hast du dein inneres Kraftwerk. Und wenn du das freilegst, dann hast du 400 PS, die für dich arbeiten. Und wenn du die dann einsetzt in einem Bereich, wo es für dich passt, dann wirken 400 PS. Ansonsten musst du dich damit zufrieden geben, dass man dich irgendwo hingesetzt hat und vielleicht mit 50 PS dahin düppelst. Möglicherweise. Bei mir war es anders. Und dann ging es spannend weiter. Ich habe dann 15 Jahre ein goldenes Leben gehabt. Nach dem ersten Jahr hatte ich 45 Mitarbeiter. Ich hatte riesige Projekte. Da waren 8000 Schüler zu oder Teilnehmer zu trainieren an 38 Standorten und es war richtig gut. 15 Jahre an richtig, richtig gut. Und dann kam der nächste Magic Moment, nämlich der, dass es etwas langweilig wurde. Nach 2500 Excel-Kursen kann man simultan Excel spielen. Wisst ihr, was das heißt? Da sitzen Leute hinter ihrem Monitor, die haben irgendein Thema und ich sage ihnen genau, auf welchem Menüpunkt, welcher Optionsschalter von welchem Dialogfeld gerade ein Haken nicht gesetzt ist, damit das eben ist. So ist es dann. Es ist etwas langweilig. Aber das Schlimmste war eigentlich, dass da lauter Geschickte kamen. Wisst ihr, was geschickt ist? Geschickt? Die sitzen da in ihrer freizeitorientierten Schonhaltung und sagen, ich weiß nicht, wofür ich das brauche. Mein Chef hat mich geschickt. Jetzt bespaßen Sie mich mal, damit Sie am Schluss eine gute Bewertung kriegen. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und dann kam der Moment, wo ich überlegt habe, was müsste ich denn tun, damit ich das tue, was mich wirklich erfüllt und wo die Leute auch Lust haben und was lernen und wo ich mit 60 vielleicht auch noch was geben kann, statt EDV-Trainings. Was ist denn das? Und daraus wurde das, was ich jetzt mache. Ich begleite Menschen in ihre Kraft und in ihre Bestimmung hinein. Und das ist das, was ich jetzt tue. Und das ist ein Riesenunterschied, wenn jemand Erfolg und Erfüllung kombiniert hat. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die sind erfolgreich. Die haben entweder schon einen Burnout gehabt oder sind am Ende des Rentenalters oder zu Beginn der Rente etwas frustriert, weil ihr Lebenssinnjob jetzt weg ist oder die irgendwie in der Sinnkrise hängen. Und ich kenne auch Leute, die sind sehr, sagen wir mal, erfüllt. Die wissen aber nicht, wie sie nächsten Monat Miete bezahlen sollen. Wenn aber die Leute das kombiniert haben, dann ist eine Magie da. Und vielleicht wisst ihr, wovon ich spreche. Wen gibt es denn hier, der Erfolg und Erfüllung so für sich definiert, schon kombiniert hat? Wer ist da? Hände hoch. Merkt euch bitte diese Gesichter. In der Pause am besten mit diesen Leuten sich unterhalten. Warum? Weil die was ganz anderes ausstrahlen, wenn sie über ihren Beruf sprechen. Denn da strahlt von innen etwas, ein magischer Moment. Danke dir. Und wer sagt, ich möchte das jetzt gerne auch haben, da habe ich das, was ich gerade erzählt habe, diese wesentlichen Punkte, nochmal als Zeichnung zusammengefasst. In einer anderen Reihenfolge, weil mein Leben hat mich in eine andere Reihenfolge gebracht. Nummer 1. Das Kraftwerk. Schreibt mal dazu 400 PS. 400 PS, die ich dann freilegen kann und die für mich wirken. Nummer 1. Nummer 2, die Idee, was will ich denn machen? Was wäre denn das, was mich erfüllt, was andere gerne wollen und wo andere auch Freude haben und deswegen sie zu mir kommen? Das ist so die Idee des Nordsterns für dein Leben. Man sagt auch manchmal Vision oder Ausrichtung, Lebensziel oder wie auch immer. Und das dritte ist die Idee, den Kurs zu behalten mit unserem Jahr 100, wie so ein Navigationssystem, damit ich hier auf dem Kurs bleibe.
Und das Beste ist natürlich, dass ich hier auf Kurs bleibe, damit ich noch eine Firewall habe. Das sind meine Kernwerte, die schützen mich nämlich davor, ob ich mich innerhalb von diesem Korridor bewege oder ob ich schon Offroad bin. Das merke ich, wenn meine Werte verletzt werden. Wenn irgendeiner gegen meine Werte ballert, dann merke ich das ganz schnell. Und jetzt kommt ein Magic Moment für euch. Bei mir hat es zufällig 45 Jahre gedauert, wie ich so von einer Bande zur anderen Bande gebollert wurde, zufällig durchs Leben. Und ich hatte zufällig im Leben die Situation, dass ich mutig war und dass ich eine Lebenssituation hatte, die es mir erlaubt hat, hier einen Knick zu machen. Ich hatte keine Schulden, keine Verpflichtungen, ich konnte das machen. Wer aber jetzt von euch da ist und sagt, ich würde auch gerne herausfinden, wie das für mich aussieht und wo ich stehe, da braucht man nicht unbedingt hier diese Zickzack-Kurs und diese Bandenkontakte haben, sondern es gäbe eine Möglichkeit, das eben direkter herauszufinden, nämlich in einem, ist nicht unbedingt die gerade Linie, weil das Leben ist dann immer so, dass es doch mal spannend wird, aber man behält diese Linie bei. In 3 bis 5 Tagen findet jeder normalerweise heraus, wofür er ist und wofür er steht. Und das macht den Riesenunterschied, weil der Mensch, der weiß, wofür er steht, wofür er seine Bestimmung ist, wenn Erfolg und Erfüllung sich kombiniert, der erfüllt oder erlebt ein ganz anderes Leben als jemand, der irgendwo gerade wie eine Flipperkugel durch die Gegend geballert wird. Das war es als Auftakt von meiner Seite. Ich wünsche euch heute noch wunderschöne andere Impulse und Kontakte und ich verabschiede mich gerne auf Bayerisch. Ich komme aus Bayern und da sagt man Pfirzeich, viel Spaß heute noch. Servus.